Licht aus, Spot an. Für jetzt käme der Kuss. Angenehm, Theodor. Nee, Theo. Eine deutsche Komödie hier auf Mallorca, gespielt von Katja Rockner und Christian Mark. Ja. Organisiert werden diese Theateraufführungen aber von jemandem, der sich wahnsinnig für deutsches Theater begeistert und so zu seinem Hobby wurde. Mit der Papova? Also es ist schon lange mein Hobby gewesen und mir hat das hier 8 Jahre gefehlt auf der Insel. Es gibt schon Veranstaltungen von Deutschen, dann ist es Musik oder so, irgendwie tanzen gehen, aber Theater nicht. Und viele haben dann auch gesagt, ja, aber da kommt ja dann nur Deutsche, da kommen wir keine Engländer und keine Spanier dazu. Aber gut, sage ich, ich möchte gerne Theater. Also bin ich auf die Sprache festgelegt und besorge mir deutsches Theater. Ja. Kurz weglegen. Also Sie... Theater ist nur sein Hobby. Beruflich aber macht er ganz was anderes. Sie sind hauptberuflich? Also in meinem eigentlichen Leben hier auf der Insel bin ich Lichtplaner. Ich plane und designe also Ambiente mit Licht und gestalte Gärten und Häuser und sorge auch dafür, dass die Leute den richtigen Durchblick haben. Lichtplaner ist er von Beruf, der sympathische Peter. Heute aber begleiten wir ihn erst einmal bei seinem Hobby. Wir sind im Moment im Theater Sanz in Palma und ich organisiere seit 4 Jahren deutschsprachiges Theater, einmal im Jahr. Und heute Abend werden wir ein Stück sehen, das heißt Und jetzt käme der Kuss. Und es ist eine Komödie und wir erwarten jetzt gleich unsere Gäste. So. Hier sind wir jetzt in diesem wunderschönen, urigen Theater. Seit 30 Jahren wird hier Theater gespielt und wir durften uns hier einmieten. Jetzt aber schnell, denn Peter hat noch so einiges vorzubereiten. Also es haben sich 70 Personen angekündigt. Wir hatten Werbung auch im Inselradio, die Leute meistens sehr spontan dann kommen. Also es könnte sein, dass es noch ein bisschen mehr werden. Also, aber 70 haben sich angekündigt. Die letzten reservieren noch telefonisch ihren Sitzplatz. Und darüber freut sich Peter sehr, denn es ist ihm natürlich auch wichtig, dass die Künstler für ihren Auftritt einen vollen Saal haben. Denn Peter hat diese extra von Deutschland nach Mallorca gerufen. Wenn das lassen wir uns nicht entgehen, dann kommen wir. Ja. Um 19 Uhr soll die Veranstaltung beginnen und es sind noch einige Dinge zu erledigen. Die kleine Bar muss noch mit Getränken aufgefüllt werden, denn hier müssen die Organisatoren sich selbst um alles kümmern. Für Peter keine Frage, so füllt er die Bar mit Erfrischungsgetränken auf und ganz wichtig, Wein. Etwas Gutes aus Mallorca möchte er seinen Gästen anbieten. Im letzten Jahr haben seine Gäste den Wunsch geäußert, vielleicht ein Gläschen Wein vor und auch während der Veranstaltung genießen zu dürfen. Einmal gesagt und schon organisiert. Selbstverständlich doch, die Zuschauer sollen diesen Abend in vollen Zügen genießen, so wie Peter es ja schließlich auch macht. Hier in diesem Theater machen wir das mit, einfach weil das letzte Mal haben die Leute sich das gewünscht und dieses Mal entsprechen wir diesem Wunsch und ich hoffe, das wird Ihnen gefallen. Ich hoffe, das wird gut. Mit an seiner Seite heute seine bildhübsche Frau und eine gute Freundin, die ihm heute gern zur Seite stehen und den Service übernehmen. Ich bin zufrieden. Aber es ist noch ein bisschen was zu tun. Die ersten Leute stehen schon fast an der Tür. Und jetzt müssen wir den Schauspielern die letzten Requisiten bringen, damit die sich küssen können. Oder was auch immer die damit machen, keine Ahnung. Aber die sollen wir nicht stören, da müssen wir jetzt mal leise reingehen. So, Getränke sind nun organisiert. Ein bisschen Deko muss natürlich auch sein, denn es weihnachtet schließlich. Er ist mit Leib und Seele dabei. Ich mache das sehr gerne hier und ich freue mich, dass das heute so gut läuft. Weil ich habe hier auch schon Veranstaltungen gehabt mit 20 Leuten. Das geht auch, ist aber nicht so lustig. Die ersten Gäste stehen schon ungeduldig vor der Tür. Peter dekoriert noch und muss dann aber auch schon gleich zur Abendkasse. Denn vor dem Eingang sammelt es sich bereits, auch wenn es eigentlich noch sehr früh ist. Aber die Pforten werden nun geöffnet. Nein, es ist gut so, weil dann wird es nachher zum Schluss zu stressig. Ist mir lieber, Sie kommen Schritt für Schritt. Hallo. Ist ein Abriss dran? Ja. Der wird dann beim Einlass im Saal. Machen wir nicht selbst, ne? Abgerissen, Sie können so lange
können, solange hier unten noch was trinken oder so. Und das sind vier Karten, die sollten Sie auf, also jeder, gut aufheben. Die brauchen Sie noch. Freundlich wie er ist, werden nun alle Gäste empfangen und erhalten ihre Vorverkaufskarten. Den einen oder anderen kennt er sogar schon aus den Jahren zuvor. Jeder? Gibt's einen freien Drink? Naja, man kann ja mal fragen. Das Angebot von Peter, einen guten Tropfen vor und während der Veranstaltung zu genießen, wird mit Freude angenommen. Und der kulturelle Zusatz, hier auf Mallorca ein deutsches Theater zu veranstalten, selbstverständlich auch. Wir waren schon mal hier und da waren wir ganz angetan. Und deswegen haben wir, als wir jetzt die Lasen, uns gleich angemeldet bei Herrn Hoffmann. Damals waren wir begeistert und deswegen wollten wir heute gerne wieder dabei sein. Und haben auch Freunden davon erzählt und die sind auch mitgekommen. Ja. Na, ob es bei den 70 Personen geblieben ist oder sind es vielleicht mehr? Der Saal fühlt sich nun nach und nach. Und man sollte es nicht glauben, die 100 Plätze sind so gut wie besetzt. Voller Erfolg. Gerade noch an der Abendkasse gestanden, ist Peter nun schon im Technikraum. Völlig ruhig und gelassen. Die Spannung steigt bereits auch hinter den Kulissen, denn in wenigen Minuten beginnt die Aufführung. Wir möchten die beiden jetzt nicht stören, so kurz vor dem Auftritt. So. Da ist alles drin. Hast du was in der Thermoskanne? Ich hab was drin, ja. Das ist drin. Ey, wie schön der Koffer ist. Mit den Kindern. Weil die so groß sind. Ja. Krass. Jetzt gehen wir mal gucken. Peter organisiert, wie sollte es auch sein, das Licht und den Ton. Aber er möchte es sich natürlich nicht nehmen lassen, die Zuschauer selbst zu begrüßen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin absolut überwältigt. Heute hier so viele Leute sehen zu können, da muss ich glatt ein Foto machen. Das glaubt mir keiner. Ich habe die Gelegenheit genutzt und alle Personen auf die Bühne gebeten, die beteiligt waren an der Organisation dieses Theaters. Mein Name ist Peter Hoffmann. Ich möchte heute ganz kurz die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken bei den Leuten, die mich so... jetzt macht Peter ein bisschen Werbung. Peter ist sichtlich überglücklich, vor einem vollen Saal zu stehen. Es hat schließlich 4 Jahre gedauert. Von Mal zu Mal wird das Deutsche Theater nun hier auf Mallorca angenommen. Darauf ist er sehr stolz. Ich werde jetzt kurz da hochgehen und Technik machen und wünsche euch einfach viel Vergnügen. So, nun aber schnell von der Bühne, Peter, und hoch zum Technikraum. Und schnell das Licht aus und Spot an für Jetzt gehe mit der Kuss. Hallo. Hallo. Nummer 12? 98. Oh ja, ich bin, glaube ich, Nummer 232 oder sowas. Bitte nicht Emmy. Angenehm, Theodor. Nee, Theo. Ich gebe Ihnen nur freundlicherweise die Texte rein, damit Sie spielen können. Könnten Sie sich vielleicht freundlicherweise dazu umdrehen, nach hinten vielleicht? Mich macht das, wenn Sie hier so... Das könnten Sie vielleicht... Dankeschön, das ist... Ich fange jetzt nochmal an, ich fange nochmal ganz frisch einfach nochmal an von vorne. Ja? Von vorne nochmal? Theater als Hobby zu haben, ist ja eine tolle Sache. Aber wie kommt man denn an solche Künstler? Woher kennt er sie eigentlich? Bisher ist es so, das sind also Künstler, die aus einem Verein stammen. Also ich habe mal mit Freunden einen Verein gegründet in Deutschland vor vielen Jahren. Das ist ein Theaterverein und da sind junge Leute dazugekommen, haben dann später studiert und sind professionelle Schauspieler geworden. Und die sehen wir heute. Also alte Freunde. Christian Mark. Den habe ich als Amateur schon kennengelernt. Da habe ich mich damals gefragt, seit wann kann sich der Theaterverein professionelle Schauspieler leisten? Ja. Weil er ist Naturtalent. Ne? Und Katja ist die Kommilitonin. Also wir haben zusammen studiert. Mit Christian zusammen studiert. Ich würde vielleicht anfangen mit dem Bären. Peter genießt sichtlich die Aufführung. Hat er sich auch redlich verdient.
Wenn noch Zeit ist, springen wir nochmal in den Heiratsantrag. Also Sie müssen das nicht ansagen. Die Zuschauer sind begeistert und applaudieren den Künstlern. Das Stück ist nun zu Ende und Peter überglücklich. Alles hat geklappt. Ja, würde ich sagen. Leute haben applaudiert, sie haben gelacht. Es ist gelungen, das kann man so sagen. Bist du happy? Ja, ich bin zufrieden. Die war so super gelungen, ich habe mir richtig Spaß gemacht wieder. Ja, die beiden sind einfach toll. Ja. Währenddessen die Zuschauer nun den Nachhauseweg antreten, muss Peter seine Freude natürlich mit seinen langjährigen Freunden teilen. Also Leute, ich muss euch sagen, das war echt super. Ach Gott. Hast du schon, vielen Dank. Hast du schon was gehört? Von den ja, also jetzt alle, war's, war, jetzt war's. Alle hell auf den Geister, sag ich mal. Jetzt, ja. Super. Jetzt ist es durch. Wunderbar. Ja. Also schön. Die Leute haben gesagt, sie wollen nächstes Jahr wiederkommen. Sie haben schön. E-Mail-Adressen hinterlassen und alles. Also okay. Spitze. Cool. Sind alle hell auf zufrieden. Und ich fand's auch dann lustig. Hat sich doch gelohnt. Ich fand's auch lustig. Ja, das ist hast du ja dich amüsiert? Ja. Du warst ja der am weitesten weggesessen hat quasi. Ja, aber kann das schon sehen, gut von da oben. Ja, okay, cool. Ja, ich bin zufrieden. Also die Leute waren glücklich, meine Künstler sind glücklich, stimmt. Dann bin ich auch zufrieden. Also wenn wir nächstes Jahr ein Stück wieder machen, wovon ich jetzt mal ausgehe, und wenn der Peter kommt, wieder ruft. Wenn der Peter dann ruft, Peter ruft dann sicher, kommen wir. Dann Peter, kommen wir auch wieder. Das hat heute so schön funktioniert. Ja. Der Peter wir sind ruft ja schon wieder. Zum sehr gut. Vierten Mal jetzt hier. Ne? Ja, das ist das vierte Stück, was wir hier spielen. Ja. Also wenn es euch gefallen hat, dann lade ich euch nächstes Jahr wieder ein. Juhu! Und wenn es euch gefallen hat und ihr habt Lust auf deutsches Theater, dann meldet euch bei mir. Und wir werden uns nächstes Jahr im Winter zum nächsten Theater-Event wiedersehen. Vielen Dank, euer Peter. Mein Leben ist zu Ende. Es ist jetzt ein Jahr her, dass ich das Haus nicht mehr verlassen habe. Und ich werde es auch nicht mehr verlassen. Mein Mann ist gestorben. Und ich habe mich in diesen vier Wänden hier begraben. Ich weiß, es scheint, als sei ich am Leben, aber das scheint nur so. Wir freuen uns nun auf die nächsten Folgen mit Peter, wenn wir ihn in seiner Arbeit begleiten dürfen. Bei Mensch Mallorca.